Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Entschrouded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich zu dieser... Oh! Mit dem habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Nur Glück, das ist gleich neben unserer Flamme. Ich wollte ja eigentlich zu der Düsterdickicht, warte. Habe ich euch ja gesagt. Aber ich habe mich in dem ganzen Gelände hier maßlos verirrt. So, dass ich jetzt hier an diesen Forschungsobjekt hier... jetzt weiß ich auch warum da... Der hat das Nest dort oben. Deswegen. Alles klar. Müssen wir weiter ran. Der hat eigentlich nur seine Brut verteidigt. Na komm her. Jetzt ist er da oben reingeflogen. Also wie gesagt, ich habe mich ja maßlos verirrt. Und da bin ich jetzt hier in dieser... Wie hieß das jetzt? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Das habe ich jetzt in der Hektik nicht gelesen. Wie das heißt. Ich werde erstmal fix so einen Trank zu mir nehmen. Ich habe mich jetzt ganz schön erwischt. Und ich werde auch erstmal was frühstücken. Das ist, Moment. Ich muss erstmal den wegmachen hier. Dann können wir uns nochmal erkundigen, was wir hier. So. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und jetzt fällt er. So, dieses Drecksviech hier. Greift mich ja alle, macht mich ja gleich am Anfang platt. So, den nehmen wir aber mit. F, das nehmen wir alles mit, was der drin hat. Und das gucken wir nochmal. Eldermeere-Damm-Ausgrabungsort, genau. Ausgrabungslager. Jetzt haben wir es. Und da habe ich schon... Ich war schon mal zwischendurch zu Hause. Ich habe ja meinen Kram alles rausräumen müssen. Und da habe ich wissenschaftliche Instrumente gefunden. Aber ich wollte das eigentlich mit euch hier nochmal zusammen machen. Jetzt hat er die Bomben in der Hand. Ist das drin? Ne? Dieses blöde Viech hat er mich gleich wieder vergiftet. Und guck, der kam jetzt aus dem Zelt rausgekrochen. Dieses Drecksbein. Oh, hier haben wir noch eine Flasche. Die nehmen wir gleich nochmal mit. Wo ist denn der hergekommen? Der ist doch durch die Zeltwand ist der gekrochen. So, die Nähe schlafen wollen wir jetzt nicht. Die Bücher nehmen wir aber alle mit hier. Wir wissen... Nein, du sollst nicht schlafen. Hoch mit dem Arsch. Das ist doch auf jeden... Ist da wieder einer unterwegs? Nee, es gibt... Ah, der ruft nach der Mama hier oben. Alles klar. Den müssen wir jetzt erstmal platt machen. Nichts, nicht, dass er hier so einen Krach macht. Eben hier irgendwas lesen. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Muss ja hier eine Möglichkeit geben, hier hochzukommen. Aha. Das war das Junge. Guck an. Greift uns auch gleich an. So. Oh, da haben wir Eier gefunden. Alles klar. F, alles mitnehmen. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir doch auch wieder was drin. Lehm ist das. Das brauchen wir eigentlich nicht. Plündern, was war das? Sandstein.
Das war Leinen, das kann man irgendwann mal gebrauchen, das Leinen. Was haben wir noch hier? Plündern? Nägel, aha. Gut. So, jetzt wollen wir erstmal das Lager hier irgendwie erkunden, was es hier alles gibt. Alle Fälle geht es da hinten nochmal hoch. Wir schauen erstmal, was wir hier noch so. Da unten, das müssen wir alles noch lesen. Das machen wir auch nachher gleich. Da hinten ist auch irgendwas. Also hier ist was zu lesen. Hier ist auch. Oh. Oh, hat mich doch das Vieh schon mit noch platt gemacht. Gibt's ja gar nicht. Du leck mich an die Fiss. Gibt's ja gar nicht. Wo kommt denn das auf immer her? Ich denke, ich habe die Viecher alle weggemacht hier. Gibt's ja gar nicht. Dieser Flattersack. Da müssen wir erstmal was essen. Erstmal die 5. Einen Trank zu uns nehmen. Da oben flattert er rum. Alles klar. Das Ding wollte ich ja eigentlich auch noch plündern. Diesen blöden Skorpion. Ah, das gibt auf alle Fälle einen Giftsack. Zu was brauchen wir überhaupt die Schuppen? Keine Ahnung. Ich habe da noch nichts gefunden, zu was ich die verwenden könnte. Das nehmen wir mit. Ah, hier hinten liegt Stoff. Guckt euch das an. Oder Leder, was das ist. Das nehmen wir mit. So, da oben ist dieser Sack. Ja, komm runter, du Blöder. Jetzt haben wir weg. So, was gibt's denn hier? Ah, hier gibt's nochmal Forschungsinstrumente. Wissenschaftliche Instrumente. Das ist, glaube ich, für unseren Alchemisten. So, wir nehmen aber mal, Moment. Ich wollte eigentlich mal die andere Schwert hier nehmen. Das ist nämlich auch, ich habe ein neues gefunden. Das hat jetzt, Moment. Wo ist es? Auch nicht. B. 43 Schaden hat das. Das hat 46 Schaden. Hier, der Kolben, 73 Schaden. Den habe ich aufgerüstet. Das ist ja ein Mordsding geworden. So, da müssen wir immer schauen. Hier plägt immer noch so ein blödes Viech rum. So, hier haben wir auf alle Fälle... Was ist denn das? Oh, da findet man ja so einiges. Ach, das ist unser Tod... Was ist denn das? Das ist doch unser Todespunkt. Gibt's ja gar nicht. Ehrlich, ehrlich. Naja, gut. Das war jetzt eine. War jetzt auch keine gute. Keine gute Nummer. Feldnotiz Tag 19. Ob man es glaubt oder nicht. Im Ödland gab es einst eine Menge Wasser. Doch als ich einige der Einheimischen fragte, was mit dem Land geschehen ist, konnte mir keiner von ihnen eine vernünftige Antwort geben. Ich hörte von einem mysteriösen Sonnengott, der das Wasser in den Himmel saugt. Bis hin zum Aufbrechen des Bodens und dem Auslaufen des gesamten Sees wie ein Fischglas. Aber nichts davon ergab Sinn. Tatsächlich hat der Eldermeere-Damm eines Tages kein Wasser mehr freigegeben, obwohl seine Schleusen völlig offen standen. Ich habe Gerüchte aus den fernsten Winkeln von Klutstal gehört. Angeblich entweichen aus dem Boden eine verheerende Plage. Könnte
könnten diese Katastrophen zusammenhängen? Lorraine Grimm. Alles klar. Ich höre so und wie immer noch. Aber ich sehe keins. Ich will es auch nicht unbedingt sehen. So, aber ich denke mir fast, dass wir hier fast alles zusammen gefunden haben. Wir schauen noch mal hier unten nach. Hier ist auch noch was. Eine Kiste haben wir ja noch. Hinten ist noch was zum Durchsuchen. Roten Stoff. Grün habe ich schon mal gefunden. Alles klar. Haben wir roten Stoff gefunden. Was? Strohmaterialien. Ist auch was Neues. Haben wir noch gar nicht gehabt. Strohmaterialien. So, jetzt gucke ich noch mal hier hoch, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ob hier noch was rumliegt. Nee, es sieht nicht danach aus. Doch, hier ist noch was. Leinen, alles klar. Das Rucksack schon wieder voll. Was haben wir denn da schon wieder drin, was wir nicht... Die Steckchen können wir rausschmeißen, löschen. So, was haben wir noch drin? Die tun wir mal benutzen hier, diese Rolle. Falls wir ja doch noch durchs Miasma müssen. Da muss ich ja zwischendurch schon wieder nach Hause. Alles klar. Schon wieder alles voll hier. So, da unten ist noch was zu lesen. Das haben wir hier alles. Du kannst springen, mein Freund. Komm, du kannst springen. Das kleine Stück brauchst du keine Leiber runter. Hier ist nichts weiter. Das haben wir alles. Hier ist noch was. So, und hier Dietriche gefunden. Das ist schon mal gut. Dietriche ist gut. Kommen wir hier? Nein, ich glaube es nicht. Das geht nicht auf, alles klar. Das wird bestimmt auch noch mal irgend so ein Dungeon oder sowas. Keine Ahnung. So, wir lesen das hier noch mal. Knochen im Sand. Das Ödland verbirgt viele Geheimnisse. Und keines davon ist mysteriöser als diese riesigen Fossilien längst ausgestorbener Kreaturen. Ich habe schon viel über den Ursprung ihrer Spezies nachgedacht. Aber dieses Ödland bietet keine Antworten. Fragt man die Einheimischen, sagen sie, dass die Knochen von den Göttern stammen. Aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ich habe Theorien, aber ich muss noch weitere Nachforschungen anstellen. Ich habe davon schon einen vielversprechenden Ort im Auge. Alles klar. Was kann man hier sammeln? Eine Lampe? Nee, Harz. Ich habe gedacht, ein Lämpchen kann man mitnehmen. Feuer, Irrlicht, Beschwörungsrolle. Aha. Haben wir das jetzt mitgenommen? Nee, das haben wir bestimmt nicht mitgenommen, weil der Rucksack voll ist. Rucksack voll, schon wieder voll. Ah. Knochen brauchen wir nicht. Löschen. Was ist denn das hier? Palmholz. Habe ich eigentlich auch schon zu Hause. Das Ede. Da. Nee, Moment. Ich verzichte mal lieber auf die Garnrolle. Palmholz, da muss ich auch wieder Palmen fällen. So, jetzt können wir das mitnehmen. Auch da sind nochmal Pfeile drin. Ne? Guckt euch das an. F, Rucksackpfeil. Was ist denn das jetzt wieder von der Rolle? Muss ich doch wieder auf was verzichten. Die Schuppen habe ich raus. Was ist das? Völlig, beschwört ein Feuerirrlicht, das ihr Volk im Kampf und jetzt auch so. Einmal. Wie lange hält das an? Keine Ahnung. Kostet uns aber 80 Mana kosten. Alles klar.
Gut, haben wir das doch alles. Alles klar, falls wir hier doch noch was Interessantes finden. Ich könnte zwar jetzt wieder hierher, aber wenn ich dann wieder hierher gehe, möchte ich eigentlich sofort weiterreisen. Was ist hier oben? Da ist auch noch was, oder? Hm, hier findest du überall was. Ach, überall. Rucksack voll. Grünen Stoff hat er nicht schon drin gehabt. Ich glaube, ich muss doch noch mal hierher reisen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich doch das Holz raus. Gut. Und da bin ich schon mit leeren Taschen hierher gekommen. Aber wir müssen halt auch erst sehen, dass wir uns einen größeren Rucksack bauen können. Und das müssen wir bei der Jägerin mal erkunden, was wir da noch alles dazu brauchen. So, jetzt sieht es auch hier irgendwie gesund aus, dass jetzt hier nichts mehr ist, wo ich was plündern kann. Hier in dem Zelt waren wir drin, in dem Zelt waren wir, glaube ich, auch drin hier. Ne, hier ist noch nicht Ruhe. Guckt euch das an. Nochmal eine Erfahrungsschriftrolle. Rucksack voll. Und nochmal, hier hinten ist nochmal Dings. Nein, du sollst nicht schlafen. Stehst du auf. Ach, Freund. Hoch. Das sollst du plündern. Den Sandstein sollst du mitnehmen. Muss ich doch nochmal hier reinschauen. Ach ja. Lady, den Stoff brauche ich. Den Stoff brauche ich. Die Steine kann ich rausschmeißen. Löschen. Ich habe mir ja schon einen Altar gemacht. Den habe ich ja schon mitgenommen. So, jetzt nehmen wir das noch mit. F. So, alles klar. So, jetzt ist aber Schluss hier. Und da finden wir hier auch noch was drin. Ne, hier ist nichts weiter. Doch, hier steht noch Zeug. Ach, du kannst hier so... Holzpfeile. Aber das hier. Das nehme ich mit. Den Trank nehme ich mit. Rucksack voll. Gut. Die Kleen habe ich eigentlich schon genug. Nochmal grüne. Was haben wir denn noch? Papier. Ich muss doch nochmal hierher. Nützt nichts. Nützt nichts. Ich muss da nochmal hier durchschauen. Hier ist auch noch was drin. Gut, ich gucke jetzt gar nicht rein, sonst ärgere ich mich. Gut, hier. Das ist Holz, das brauchen wir nicht. Das haben wir eigentlich. Hier waren wir ja schon drin, oder? Schlafen wollen wir nicht. Gut. Wir reisen jetzt nochmal fix nach Hause. Ich mache einen kurzen Cut. Wir reisen nach Hause und ich räume erstmal aus. Guck noch mal kurz hier hinter, ob hier hinten sich noch was rumtreibt. Hier ist Kupfer. Ne, hier ist keine Höhle. Ich habe gedacht, hier ist irgendwo eine Höhle. Und hier unten kommen wir uns tödliche Miasma. Das bringt uns auch nichts. Was ist denn das für einer? Was war denn das für einer? Oh, das ist ein Spezialkämpfer. Seht ihr das hier? Das war ein Hieb, seht ihr das, wie der mir das Leben weggenommen hat? Dieses Dreckbein. Was bringt der? Da hat wieder so ein Schwert dabei.
Jetzt kann ich doch nicht alles nehmen. Rucksack ist voll. Aber das bleibt ja liegen. Das bleibt ja liegen. Ist da noch so ein Spinner dort unten? Das ist doch tödliches Miasma. Nee, das ist kein tödliches. Doch. Nix raus. Tödliches Miasma. Jetzt haben wir auch Schwein gehabt. Gut. Ich reise erstmal nach Hause. Und ich mache hier ganz kurzen Cut. So, meine Freunde, ich habe zu Hause erstmal alles in eine Kiste reingepackt. Damit das Zeug alles weg ist. So, denn sein Kadaver muss ja jetzt hier noch rumliegen, oder? Wo ist denn der? Ja, Hammer. Alles klar. Was ist da wieder so? Keine Ahnung. Was das wieder vom Ton war. So, wir gucken jetzt hier noch, was wir hier noch liegen lassen haben. Und dann ziehen wir weiter. Dann tue ich auch meine Flamme hier. Ich will nicht immer die. Ja, die werden wir reaktivieren. Ne, nicht reaktivieren. Deaktivieren. Nicht reaktivieren. Wir wollen sie ja nicht. Die ist ja nicht. Deaktiviert. Die müssen wir ja. So, ich hatte doch noch welche gefunden. Wo war denn das? Haben wir hier? Och, Mist. Brauchen wir nicht. Sammeln? Ne, die Äste brauchen wir nicht. Hatte ich nicht noch Zeug gefunden? Das gibt's ja gar nicht. Hä? Jetzt finde ich den Kram nicht wieder. Alles klar. Gut, das haben wir gelesen. Hier können wir nichts mehr mit. Da drüben muss es noch gewesen sein, oder? Hier ist noch was, genau. Das nehmen wir erstmal noch mit. Da ist wieder. Ah, alles klar. Da ist noch das Zeug drin. Lindern. Was haben wir da gefunden? Auch die Knochen. Die wollte ich eigentlich nicht. Egal. Die können wir wieder rausschmeißen. Das war doch nicht alles, was ja noch rumlag. Wahrscheinlich doch. Gut. Naja, und den Kollegen, den wir da platt gemacht haben, den wollten wir ja auch unbedingt mitnehmen. Ich wollte ja mal schauen, was der uns für ein komisches Breitschwert gebracht hat. 41, das ist genau das gleiche wie das hier. Das rüstest du auf und dann hast du 43. Alles klar. Das tun wir löschen. Die Lappen kann ich auch löschen und die Stöckchen können wir löschen. Die Holzpfeile, die tue ich auch rausschmeißen. Löschen. Brauchen wir nicht. Wir haben noch 707 vergiftete Kupferpfeile. So, meine Freunde, da ziehen wir jetzt mal weiter. Hier gibt es ja auch für uns nichts weiter zu tun. Das Holz nehmen wir auch nicht mit hier. Ne? So, also müssen wir mal sehen. Dieses Bauwerk hier würde mich noch interessieren, was das hier ist. Ich bin ja auf alle Fälle immer noch. Wollte ich ja eigentlich hier hin zu dieser Düsterdickicht, warte. Aber, naja. Und hier, das ist nochmal Obelistforschung. Das ist nochmal eigentlich unser Punkt, wo wir hin wollten. Schrein der Flamme. Den können wir jetzt nochmal einen Wegpunkt setzen. Und da schauen wir nochmal hier rüber. Ach so, die Flamme wollte ich ja wieder wegnehmen. Ich habe, wie viel habe ich jetzt? Moment, ich glaube, ich habe 6 von 7.
6 von 7. Ja, wir hätten zwar noch eine übrig, aber die brauchen wir hier ja nicht unbedingt. Oder brauchen wir die hier? Nee. Ich lasse jetzt stehen. Ich habe noch eine übrig. Dann werden wir eine brauchen. Noch eine zusätzlich brauchen, müssen wir halt sehen, welche wir wegmachen. So. Was ist denn das? Ist irgendwie eine Brücke oder was ist das? Ist aber gefährlich. Hier ist alles. Hier ist alles Miasma. Und zwar tödliches Miasma. Kommen wir hier rüber, nur fliegen? Wollen wir das unbedingt probieren? Eigentlich von hier müssen wir doch hier rüberkommen, aber ob wir jetzt dann von hier durch diese Berge hier nach oben kommen, das ist die Frage. Also. Das ist Sandsturm wahrscheinlich. Aber seht ihr's? Dann jetzt hole ich wirklich die Flamme dort vorne. Wir müssten doch eine hier hin. Wir setzen uns erstmal eine hierher, falls wir ja doch irgendwie das zeitliche segnen. So, ich wechsle das mal gegen die Bomben. Das ist die Nummer 6. Ja, wir können eine hierher setzen. So, das ist jetzt die Frage, wo habe ich in welcher... In welcher Flamme habe ich mein Bett versteckt? Da drinnen bestimmt nicht. Das ist die, wo wir jetzt gerade weg sind. Ich denke mal, hier unten. Da ist es fett. Nee, wollen wir keinen Wegpunkt setzen? Wir machen mal Schnellreise dorthin. Ja, hier haben wir das Bett und die Werkbank. Perfekt. Dann gehen wir erstmal in die Werkbank. Reparieren wir unser ganzes Zeug und jetzt schlafen wir hier. Schlafen. Gut. Die Nacht ist nicht allzu lang. Und dann reisen wir wieder dort hoch. Aber... Meine Freunde, ich würde fast sagen, das ist das Karawanenlager hier, ja? Dass wir das in der nächsten Folge machen. Das habe ich ja auch noch nicht so richtig durchgeplündert hier. Was soll ich denn hier abbauen? Weil ich hier, alles klar, weil ich hier eine Flamme habe, deswegen kann man das abbauen, da kriegst du Stofffetzen. Kommt ihr blinden Flammermäuse. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich sorge hier mal noch ein bisschen für Ordnung. Bau diese Flamme ab und reise hoch zu der anderen Flamme. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir dieses ominöse Objekt uns anschauen. Was wir da entdecken können. Ob das wirklich eine Brücke ist oder was das ist. Ja, auch guck, hier haben wir auch noch eine Kiste. Da liegen auch noch Dittriche. Die Dittriche, die müssen wir dann noch mitnehmen. So, gut, alles klar. Ich gucke jetzt mich hier nochmal um und schaue, was ich hier noch finde. Werde vielleicht zwischendurch nochmal nach Hause reisen müssen, um den ganzen Quatsch alles rauszuräumen. Was ist denn hier noch drin? Glas. Guck an. Und wir sehen uns wirklich in der nächsten Runde. Da sind wir wieder oben an dieser
an diesem ominösen Bauwerk. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich habe auf der Karte geschaut. Steht doch keine Beschreibung dazu. Ist auch kein Name erschienen, wo wir in die Nähe gekommen sind. Werden wir mal schauen, was das ist. Aber ich denke, das ist irgendwie so eine Brücke. Und dass wir auf die andere Seite vom Miasma kommen. Alles klar, meine Freunde. Dann bis zur nächsten Folge.